Hört euch mal diesen Sound an. Na Freunde, wer kennt dieses Rücklicht? Ja genau, das ist der E-Grid One. Ein E-Scooter mit 11 Zoll Pirelli-Bereifung, voll integrierter Schaeffler-Bremse, einem Gewicht von 23,8 Kilogramm mit Magnesiumrahmen und einer Zuladung von 125 Kilogramm, einem IPX5 Spritzwasserschutz und der Akku sogar IPX7. Einem 48 Volt und 14 Ampelstunden großen Akkusystem, das ihr sogar rausnehmen könnt. Einem 48 Volt 500 Watt starken Radnabenmotor mit einer Peakleistung von 1000 Watt bei 35 Newtonmeter. Mit integriertem Rahmenschloss, um den Langfingern das Leben schwer zu machen. Einem höhenverstellbaren Lenker, Lenkerendenblinker vorn, 40 Lux LED Vorderlicht und einer Monsterhupe. Durchgestylten Daumengashebel, man fühlt sich das gut an. Und einem TFT-Display mit Restreichweitenanzeige. Wenn ihr jetzt mehr über den E-Grid One erfahren wollt, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung. Unser Video im Unboxing und unser Review folgen demnächst.